meine Lieben. Ich habe heute Post von Newcraft Day. Und lege euch das schon mal hier hin. Und ich habe wieder die Release Paper dazu bekommen. Denn ich fand die letztes Mal einfach so geil, dass ich gefragt habe, ob ich die auch noch dazu bekomme. Die Sachen, die verlinke ich euch natürlich wieder in die Produktbeschreibung, ja, damit ihr das sieht. Oh, jetzt würde ich... okay. Oh, dann lege ich hier wieder meine Schere hin. So, ich habe heute mal ein... ja, ich fand das Motiv so toll. Mal ein kleines Liebesbild. Also hier haben wir wieder das Toolkit. Toolkit besteht wieder aus Grünstöpfchen, Stift und Wachs. Alles cool. Oh, ich muss ein bisschen größer machen. So. Sonst seht ihr das gar nicht. Und so, die Steine kurz dahin, damit ihr das seht. Ja, ich finde das richtig cool. Es hat mir sehr gefallen von den ganzen Farben her. Da könnte man auch sehr schön Sondersteinchen drauf machen. Ja. Ich denke eher, dass ich das Lar vielleicht sogar in Leuchtstein mache. Mit einer Goldkontur. Die Kette oder nee, anders. Ich mache die das Larv und das ganze Uhrwerk in Gold. Die Ketten mache ich in Gold und das, was hier unten ist, dieses F. Ja, seht ihr hier unten? Ich hole euch noch mal kurz ran. Das F werde ich dann vielleicht in Kupfersteine. Ach so, nee, Kupfersteine habe ich ja gar nicht in Rund. Das sind ja runde Steinchen. Okay, okay. Dann doch anders. wie könnte ich das denn machen? Ich möchte auf jeden Fall die Goldsteine damit einbauen, weil ich finde, das wird ein richtig geiler Highlight irgendwie. Vielleicht mache ich denn doch irgendwie. Hier die Umrandung halt in Gold und das hier in Gold und das Larv dann tatsächlich doch in Leuchtis. Ja, also wir haben auf jeden Fall wieder runde Steinchen. Wir haben kein Raster bei den Buchstaben. Ich zeige euch mal wieder den Druck. Ihr seht, er ist wirklich sehr klar und sehr scharf. Wir haben hier unten eine Legende und wir haben hier oben eine Legende. Das muss ich wieder groß machen. Diesmal sind die Steinchen in Zipptüten, was ich richtig schön finde. Und wir haben diesmal 22 Farben. Also, wenn ihr wirklich so ein Bild bestellen möchtet, ja, weil ihr sagt, oh, das finde ich so schön, das will ich auch haben, schnappt euch doch noch so eine Sortierbox, denn es sind 28 Slots drin und das Bild hat 22 Farben. Also es reicht dann tatsächlich und ihr müsst dann nicht viel hin und her schwenken. Das Bild hat eine Größe von 40x70, hat keine AB sonst drin. Na gut, muss auch nicht immer AB drin sein. Ich kenne da so einen coolen Shop, der hat nämlich AB-Steinchen. und ich zeige euch jetzt mal noch, wie das Bild, wenn man das so sieht. So soll es dann irgendwie aussehen. Also auf dem Bild sah es halt auch wirklich nach Gold aus und das versuche ich dann schon so ein bisschen zu imitieren. Also lasst euch überraschen, was ich aus dem Bild rausholen werde. Das seht ihr dann auf jeden Fall wieder auf Instagram. Und ich werde auch, wenn ich das Bild fertig habe, ein Review machen, wie ich das fertige Bild dann fertig gemacht habe. Ja klar, es ist ja dann fertig. Ach, manchmal merke ich erst so von wegen, hey, was redest du da, wenn es schon ausgesprochen ist. Ja. Sehr knackiges und kurzes Video diesmal, weil ich wirklich nichts zu beanstanden habe, außer dass mir hier auch wieder eine Papierlegende fehlt. Also ich
werde der Firma schon sagen, dass ich gerne eine Papierlegende dabei hätte. Mal gucken, ob sie es machen oder ob sie es nicht machen. Ich meine, es ist trotzdem mehr Aufwand, mehr Papier, ne? Aber es ist halt schon schöner. Aber wenn sie es nicht machen, ist okay, denn ich habe diesmal zwei Legenden und dann könnte ich mir hier eine abschneiden und mir durch den Sticker-Maker jagen. Denn das funktioniert auch mit diesem Material, das ist absolut kein Problem. Das habe ich mit dem Drachen auch gemacht. Ich zeige euch das mal kurz. Da habe ich mir einfach die Legende abgeschnibbelt, durch den Sticker-Maker gejagt und dann draufgeklebt. Absolut kein Problem. Und hält. Ja, ich bin sehr begeistert. Genau, die Release Paper könnt ihr auch wieder dazu bestellen, wenn ihr die doofe Folie. Also für mich ist sie nicht doof, aber für manche schon. Manche Firmen haben auch so eine ganz komische Folie. Die ist wirklich sehr unangenehm. Und da ist es schon sehr praktisch, wenn man entweder Release Paper hat oder Backpapier. Aber ich bin kein Freund von Backpapier. Irgendwie finde ich, das sieht so komisch aus. Ich bin eher so der Release Paper Typ, wenn ich die austausche. Bin auf jeden Fall wieder sehr begeistert und lasst mir doch gerne wieder ein Abo da, wenn euch meine Videos gefallen. Ja, ich würde sagen, ja, bis zum nächsten Mal wieder, ne? Tschüss!